Willkommen bei ULabs. Verschwörungen sind ein breites und oft kontroverses Thema. Erzählungen à la Aliens reißen die Weltherrschaft an sich sind fragwürdig. Allerdings gibt es auch einige realistische Verschwörungstheorien und sogar bewiesene Verschwörungen. Eine davon möchten wir uns in diesem Video anschauen, nämlich die der Tabakindustrie. Dass sich Rauchen schlecht auf die Gesundheit auswirkt, ist bewiesen. Doch über Jahrtausende hinweg war das anders. Erst ab den 1930er Jahren entstand ein Zusammenhang zwischen Tabakkonsum und verschiedenen Krankheiten, der sich in den 50er Jahren zunehmend erhärtete. Auf Druck einer privaten Gesundheitsorganisation führte die Regierung eine unabhängige Studie durch, die mehr als 7000 wissenschaftliche Arbeiten überprüfte. Das 1964 veröffentlichte Ergebnis: Wer raucht, der hat ein deutlich höheres Risiko für verschiedene Krankheiten und stirbt früher. Das war damals nicht üblich und der Bericht schlug ein wie eine Bombe. Erstmals wurde die breite Öffentlichkeit gebündelt auf die eindeutig bewiesenen Risiken des Rauchens aufmerksam. Während die Politik mit ersten Verboten reagierte, zum Beispiel keine Rundfunkwerbung mehr ab 1971, wusste die Tabakindustrie jedoch schon länger Bescheid. 1953 sagte Elliot Reynolds: Studien mit klinischen Daten neigen dazu, den Zusammenhang zwischen starkem und längerem Tabakrauchen und dem Auftreten von Lungenkrebs zu bestätigen. Nur ein Jahr nach der ersten unabhängigen Studie war damit dem zweitgrößten Tabakhersteller in den USA das Problem bewusst. Die Reaktion war jedoch nicht, das eigene Produkt sicherer zu machen. Stattdessen beauftragte man die PR-Agentur Hill & Knowlton, deren Strategie war: Es gibt nur ein Problem, Vertrauen. Und wie man es herstellt. Öffentliche Sicherheit und wie man sie schafft. In einer langfristigen Zwischenzeit, wenn wissenschaftliche Zweifel bleiben müssen. Das Vertrauen setzte die Tabakindustrie mit einer groß angelegten Werbekampagne um. In hunderten Zeitungen erschien die Anzeige A Frank Statement to Cigarette Smokers. Im Namen aller großen Tabakhersteller werden darin die Gefahren heruntergespielt. Es gäbe schließlich verschiedene Ursachen für Lungenkrebs. Und sowieso keine Beweise, dass Zigaretten auch nur eine davon sind. Außerdem herrscht Uneinigkeit. Die Tabakkonzerne betonen, ihre Produkte seien nicht gesundheitsschädlich. Dennoch prüfe man die Vorfälle, nur um sicher zu gehen. Denn die Gesundheit der Kunden hat doch schließlich oberste Priorität. Der Konsument soll beruhigt glauben, alles wäre in bester Ordnung. Doch was tat nun die Tabakindustrie in den nächsten Jahrzehnten? Im Wesentlichen waren es drei Dinge. Erstens, Beweise fordern. Absolute Beweise für die Kausalität seien notwendig, da die Lage ja unklar wäre. Deswegen braucht es mehr Forschung. Zweitens, Forschung manipulieren. Die Tabakindustrie finanzierte teils verdeckt Forschungsprojekte, welche in ihrem Interesse forschten. Studien sollten den Zusammenhang zwischen Rauchen und Krankheiten verwässern oder aber die Aufmerksamkeit auf andere Krebsursachen lenken. Drittens, diskreditieren und Verwirrung stiften. Unabhängige Studien, die Tabak als Ursache feststellten, wurden mit schwammigen Totschlagargumenten schlecht geredet. Es gäbe keine klinischen Beweise, die Beweise wären unschlüssig, es wäre kein Labornachweis vorhanden, der Zusammenhang sei statistisch nicht bewiesen oder man behauptete, die Wissenschaft sei sich schlichtwegs nicht einig, mit Verweis auf gegenteilige Studien, die man großteils selbst finanziert oder anderweitig beeinflusst hat. Sogar die Weltgesundheitsorganisation WHO wurde unterwandert, beispielsweise in ihrer Studie zu den Auswirkungen vom Passivrauchen. Programme zur Eindämmung des Tabakkonsums hat die Industrie dadurch mindestens verlangsamt, teilweise sogar gestoppt. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele in dieser Richtung, auch in der jüngeren Geschichte. So verklagte Philip Morris mit rund 16% Marktanteil weltweit im Tabakmarkt beispielsweise 2010 die Republik Uruguay auf 25 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Das Land hatte die Tabakgesetze verschärft, da 40% der Bevölkerung rauchten. Der Tabakhersteller konnte durch ein Investitionsschutzabkommen klagen. CETA und TTIP lassen grüßen. Mit ihrer Strategie aus Verwirren, Manipulieren und Ablenken hat die Tabakindustrie fast 50 Jahre lang Erfolg. Erst in den 1990er Jahren wurde der Druck langsam stärker. 1994 wurden die Top-Manager der sieben größten Tabakkonzerne vom Untersuchungsausschuss für Gesundheit und Umwelt befragt. Unter Eid betonten alle, dass Nikotin nicht süchtig machen würde. In der sechsstündigen Befragung kamen weitere Dinge ans Licht, die zuvor noch nie offiziell bestätigt wurden.
Tabakkonzerne manipulieren den Nikotingehalt. Allerdings beteuern sie, das geschehe nicht, um den Konsumenten süchtig zu machen, sondern zur Verbesserung des Geschmacks. Herr Campbell von Philip Morris gab zu, sowohl 1983 als auch 1985 die Veröffentlichung einer Studie gestoppt zu haben. Sie belegte Nikotinabhängigkeit von Tieren. Zuvor leugnete der Konzern vehement, etwas damit zu tun zu haben. Herr Johnston von Reynolds entschuldigte sich zudem für die Werbung von Joe Camel. Die Cartoonfigur wurde in den späten 80er Jahren bis Mitte in die 90er für die Zigarettenmarke Camel genutzt und war eine der erfolgreichsten Werbekampagnen, die es in der gesamten Tabakindustrie je gab. Studien aus den frühen 90ern zeigen, dass Joe Camel im Bundesstaat Georgia bei sechsjährigen Kindern fast genauso bekannt war wie Mickey Mouse. Der Marktanteil von Camel bei minderjährigen Rauchern habe sich dadurch von wenigen Prozent auf rund ein Drittel erhöht. Mehrere Klagen folgten, die 1997 in einem Vergleich endeten. Der Tabakhersteller zahlte 10 Millionen US-Dollar und ersetzte Joe Camel. Ein leitender Angestellter des Tabakherstellers Lori Lard gab zu, dem Kongress gefälschte Daten vorgelegt zu haben. Die manipulierten Daten zeigten, dass der Nikotingehalt in den Zigaretten um 10% abgenommen habe. Im originalen Bericht war doch eine Zunahme um 10% festgestellt worden. Der CEO von Lori Lard bestritt, dass Rauchen eine Reihe an Krankheiten auslösen könnte. Dennoch gaben alle Führungskräfte an, dass sie es vorziehen würden, wenn ihre eigenen Kinder nicht rauchen, selbst jene Väter, die selber rauchen. Doch mit der Zeit kam es zu immer mehr Klagen gegen die Tabakkonzerne, die sich nach wie vor keiner Schuld bewusst waren. Ein CEO verglich die Gefahren seiner Zigaretten beispielsweise mit denen anderer alltäglicher Produkte, wie zum Beispiel Coca-Cola. Doch 1998 unterschrieben die vier größten Tabakkonzerne sowie Generalstaatsanwälte von 48 Bundesstaaten das Master Settlement Agreement. Dies war ein Vergleich einer nie dagewesenen Ausmaßes. Er entstand durch Klagen im Gesamtvolumen von 206 Milliarden US-Dollar. Inhaltlich ging es darum, den Tabakkonsum zu reduzieren, vor allem bei Jugendlichen. Außerdem wurden diverse fragwürdige Werbemethoden verboten. Nach diesem riesigen Vergleich folgten weitere kleinere Klagen, etwa von den zwei übrigen Bundesstaaten. Die grundsätzliche Haltung der Tabakindustrie änderte das aber nicht. Wo man keinen Ausweg sah, wurde bezahlt, um einer Verurteilung zu entgehen. Anschließend ging es mit der Tagesordnung weiter. Beispielsweise auch in Deutschland. Hierzulande wurde die Branche mit ihrem 1958 gegründeten Verband der Zigarettenindustrie, kurz VDC, sehr mächtig. Er zählte zu den einflussreichsten Verbänden im ganzen Land und boykottierte seit den 70er Jahren über Jahrzehnte hinweg wirksame Schutzmaßnahmen gegen Tabakrauch. Mehrere Gesetzesänderungen wurden sogar eins zu eins vom VDC formuliert und übernommen. Unter anderem etwa 2006, als der Verband erfolgreich ein Rauchverbot verhinderte. Leider ist das Ganze kein Drehbuch für einen schockierenden Film. Der Großteil der Informationen stammt von der Tabakbranche selbst. Nachdem ihr manipulatives Gerüst in den 90ern zunehmend bröckelte, wurde sie 1998 zur Veröffentlichung ihrer Akten gezwungen. Millionen interne Unterlagen wie Studien, Briefe, Memos und so weiter, teils als streng geheim klassifiziert, sind seitdem in den Internetarchiven der University of California einsehbar. Neben dem bereits erwähnten Zitat befindet sich darin eine große Masse an belastendem Material, das die perfide Vorgehensweise dokumentiert. Zum Abschluss daher ein paar weitere Originalzitate. Unwissenheit ist ein Segen, heißt es in einem internen Memo. Dabei bezog man sich auf die bewusste Unterdrückung von Forschungsergebnissen, sodass man offiziell behaupten konnte, nichts davon zu wissen. Die wichtigste Art von Geschichte ist die, die Zweifel an der Ursache-Wirkungstheorie von Krankheit und Rauchen weckt. Dies stammt von Hill and Knowlton von 1968. Seien wir ehrlich, wir sind an Beweisen interessiert, von denen wir glauben, dass sie die Behauptungen, dass Zigarettenrauch Krankheiten verursacht, widerlegen. Diese Aussage stammt vom Leiter der Forschung und Entwicklung von Philip Morris, 1970. Es wäre dumm, einen wachsenden Markt zu ignorieren. Das moralische Dilemma kann ich nicht beantworten. Unser Geschäft ist es, unsere Aktionäre zufriedenzustellen. Aussage eines PR-Mitarbeiters 1988.
Mein Marketingauftrag war es, junge Raucher anzulocken, um die Älteren zu ersetzen, die starben oder aufhörten. Ich war Teil eines Betruges, verkaufte ein Image an junge Menschen. Mein Job war es, bis 1995 eine halbe Million Kinder zum Rauchen zu bringen. Dave Gurlitt sagte dies 1992 gegenüber der Sunday Times. Er war 7 Jahre lang Hauptmodel von Reynolds. Dies war nur ein kleiner Auszug. All diese Unterlagen belegen, die großen Tabakkonzerne haben sich weltweit und über Jahrzehnte hinweg miteinander verschworen, um die Gesundheitsgefahren ihrer Produkte zu vertuschen. Man wollte ungestört Geld verdienen. Auf Kosten der Konsumenten, die als Folge erkrankten oder sogar starben. Dabei wurde selbst vor Kindern und Jugendlichen kein Halt gemacht. Damit sind wir am Ende angelangt und nun seid ihr gefragt. Waren euch die Machenschaften der Tabakindustrie bewusst? Was denkt ihr darüber? Schreibt es uns in die Kommentare oder besucht uns gerne auf ulabs.de. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement freuen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.